Antigerbe-Industrie, die Werkstätte war riskant gemeldet und zusammen ausgemacht. Was habt ihr beim Eintreffen vorgefunden am Einsatzort? Nach dem Eintreffen war das Fahrzeug, das sich in der Werkstatt gefunden hat, in Deutschland. Das Fahrzeug und die Werkstätte waren angefangen zu brennen, Spraydosen sind explodiert und haben durchaus riesige Flammenpotenzial gezeigt. Das heißt, das ist auch nicht so ein ungefährlicher Einsatz im Prinzip für die Feuerwehr? So ist es. In einer Werkstätte ist ja immer mit gefährlichen Sachen zu rechnen, von einer Schweißerei angefangen bis zu Spraydosen. Aber durch den ordentlichen Umgang aus der Deckung haben wir das dadurch abdecken können. Waren Personen gefährdet oder haben Sie Personen nur in Sicherheit gebracht? Die Betreiber der Werkstätte waren da, waren aber bereits in Sicherheit, die eingetroffen sind. Das sind jetzt noch, glaube ich, umfangreichere Notlöscharbeiten und Kontrollmaßnahmen im Gange? Wir kontrollieren noch weiter die Werkstätte und das Umfeld, löschen jetzt die Fluchtnester ab und haben auch mit der Herbildkamera geschaut, so dass wir das Band ausgeben können, schwarzen. Wie viele Feuerwehren waren im Einsatz? Neben der Feuerwehr waren die Feuerwehren verglichen mit vorher im Einsatz.